Wenn man sich hier das Treiben in der Shopping Mall an der Königsallee in Düsseldorf anschaut, wo viele Menschen täglich ein- und ausgehen, wo es viele Lokale gibt, wo man Möbel zum Beispiel kaufen kann, dann ist klar, dass das Ganze sorgfältig gemanagt werden muss. Ähnlich ist es auch im Bereich Content Marketing für die Praxis. Sie brauchen einen Plan, wer ist der Content Manager, wer produziert, wer verteilt ihre Inhalte. Sie müssen die Qualität sichern, sie müssen die Freigabeprozesse kontrollieren. Und auch die Frage, was wird intern, was wird extern gemacht, also make or buy, muss geklärt werden, damit das Ganze auch in einer regelmäßigen Frequenz ausgeliefert wird. Und es soll natürlich auch in der Analyse und in der Evaluation begleitet werden, damit man immer noch besser wird im Management. Dabei gibt es oft die Fehler, dass die Qualität zu schlecht ist oder die Schnittstellen, also zwischen diesen Stellen, nicht perfekt sind oder dass auch oft in Silos gearbeitet wird. All das gilt es zu vermeiden mit einer durchgängigen Content-Marketing-Management-Strategie. Und dabei helfe ich Ihnen gerne.